Hi Leute, Dennis hier von Stramme Leine. Ich bin eingeladen worden von Topse zum Fischereiverein Mindelzell. Und ja, was soll ich sagen? Heute war ein Jugendcamp hier und wir haben heute ganz viele Workshops mit den Jugendlichen gemacht. Der Simon unter anderem hat eine kleine Stalking-Session gemacht. Ich was zum Thema Raubfisch, der Topse was zum Thema Karpfen. Mein Kumpel Berti Bovens war auch dabei und hat was zum Thema Fiang gemacht. Ja, das war eine runde Nummer und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, selbst noch eine Runde zu angeln. Gleich gibt es noch ein bisschen was zum Abendessen und wir werden die Nacht heute hier bleiben. Weil, um mal so einen richtigen Karpfen fangen. Vielleicht auch mal einen Graser oder so, das wäre ziemlich geil. Schauen wir mal. Wir fangen jetzt mal mit Stalken an und gucken, was geht. Und ja, euch viel Spaß beim Zuschauen. Röte zu. So, jetzt haben der Simon und ich hier ein bisschen Plausch gehalten. Drei Maiskörner rausgelegt in die Saison. Und der hat auf mich gehört und fängt jetzt. Ne? Ja. Das ist dann aber schlecht für. Also, ich sag mal, unser geschätztes Rotauge ist kein Rotauge. Haben wir eigentlich einen Kescher hier, Simon? Den baue ich gerade schnell zusammen. So, Dele. Jetzt sind wir einsatzbereit. Sehr schön. Ich habe noch nicht gesehen, was es ist. Wenn es ein Graskarpfen ist, raste ich aus vor Freude. Ja, da kämpft er fast zu viel. Ja. Aber der erste Fisch hier für mich. Erst die Workshops gegeben und jetzt der erste Drill. Ja, Spiegel. Ein großer, aber macht Bock. Stalken am Weiher. Sagt man bei euch in Bayern noch Weiher hierzu oder ist das schon ein See? Kommt ein bisschen auf den Verein drauf an. Also manche sagen, das ist ein See, für mich ist es ein Teich. Ja, das ist nicht für dich. Hast du ihn? Jo. Jawohl. Mit der Glasmontage. Und Dosenmais. Sehr schön. Danke, Simon. Bitte, bitte. So, da ist er. Der erste Fisch für heute. Schöner Karpfen, mein Pup. Schöner. Ne? Sehr gut. Petri. Danke. So, Simon, das ging ja gut los hier, muss ich sagen. Wie lange haben wir jetzt hier gesessen? 10 Minuten? Viertelstunde? Sehr schön. Stalken am See. Also nach dem Jugendangeln gehen wir selber noch ein bisschen angeln. Und das klappt bisher. Klappt ganz gut. Sehr schön. Meine Glasmontage liegt jetzt da vorne an den Seerosen. Simon hat die Platzwahl gewonnen gerade. Simon, warum hast du jetzt die Ecke genommen? Weil der Wind hier rüber treibt. Und wir haben eben da gleich Seerosen, wo die ganzen Nährstoffe oder Kleintiere angespült werden. Oder egal, einfach das Futter. Ja. Ich hätte die Seite gegenüber gewählt, aber nur weil ich da Fische springen habe sehen. Und in dem Fall hast du recht gehabt. Und beim Topse lief bisher noch nichts. Ich habe nämlich Topses Bissanzeiger und der ist gerade Kuchen essen. Da lief aber noch nichts. So, Simon und ich werden gerade ein bisschen von kleineren Fischen geärgert hier. Nach dem Karpfen kamen jetzt ein paar Bisse, aber das werden Rotaugen sein. Und der Simon geht der Sache jetzt mal auf den Grund und montiert einen kleinen Haken. Machst du dran jetzt einen Zehner? Zehner, ja. Simon fischt mit freier Leine. Aber das reicht, um an die Seerosen zu kommen. Ja, schauen wir mal. Weil das gucken wir mal, ob das ein Rotauge ist. Die Schnur ist ein bisschen dick, eine Rotfeder. So, Simon. Hat geklappt. Petri. Hey, danke. Hat geklappt. Ja, sehr schön. So, der Topse ruft zum Essen. Jetzt gibt's Abendessen. Der Grund, warum ich ein bisschen Pflaster habe, ist der, dass ich vor kurzem eine kleine OP hatte. Und das ist auch der Grund, warum ich die Sonnenbrille auf habe. Die möchte ich nicht absetzen, um euch diesen Anblick zu ersparen. Dafür liebe ich Bayern. Gutes Essen und ein leckeres Bier. Karpfen-Gyros, ich bin gespannt. So, jetzt ist das Abendessen vorbei. Die Kinder und Jugendlichen dürfen noch so ein bisschen angeln, wie sie möchten. Bis in die Nacht hinein. Und auch wir sind jetzt mit unserem offiziellen Teil durch und können jetzt noch mal in Ruhe Karpfen angeln, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. So, das altbekannte Problem, Boilie-Nadel ist nach dem ersten Einsatz weg. Müssen wir morgen suchen.
Jetzt schnorren wir uns eine bei den Jugendlichen. Jungs, habt ihr eine Beulnadel? Ja. Dürfen die mal ausleihen. Wir verlieren ja auch garantiert nicht. Niemals. Danke. Niemals. So, Simon, wir haben dir was geschnurrt. Bitte schön. Darf ich die behalten? Das machst du mit dem Philipp aus. Simon, der alte Karpfenstalker mit einer normalen Karpfenmontage, dass ich das erleben darf. Ob er das noch kann? Nach all den Jahren? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass du eine falsche Murmel aufziehst. Wie lange hast du nicht mehr ein normales Karpfengesicht? So mit Lebtagmontage? Ja, vielleicht. Ja! Ach, ich geht das länger. Da war ich mal in dem Vormittag Karpfen. Ne? Bist du einmal fremd gegangen? Das ist ein schöner Pendelwurf jetzt, Simon, komm. Blopp, blopp. Gekonnt. Haltungsnote 1. So, ihr seht mich jetzt doch mal ohne Sonnenbrille. So langsam wird es ziemlich albern, mit Sonnenbrille rumzulaufen, es wird dunkel. Und ich mache jetzt gerade noch mal eine Seerunde und gucke, ob bei den Jungs und Mädels alles gut ist und ob die was fangen. Hast du gerade einen Biss? Ja. Ja. Auf Köderfisch? Ja, ich hab's gesehen. Was hast du denn? Die Spannung steigt. Und doch. Da kommt schon noch was. Hängt er? Nein. Ausgespuckt. Was Gutes kommt wieder. Was macht ihr gerade, Jungs? Schauen. Jetzt auf Köderfisch. Fetzen. Hast du vor, willst du einen Zander oder einen Hecht fangen? Egal, Hauptsache beiß. Beides auf einmal. So, jetzt haben wir unsere Runde gemacht. Alle sind zufrieden. Fische beißen gerade eher nicht. Jetzt zieht auch gerade so ein bisschen Wind auf. Könnte ein bisschen ungemütlich werden nachher. Den ganzen Tag war es brüllend heiß und wir glauben, dass es vielleicht noch das ein oder andere Gewitterchen geben könnte. Aber in erster Linie hoffen wir natürlich, dass wir noch einen Fisch fangen. Oder, Simon? Wer weiß, wer weiß. So, Jungs, Hektik. Habt ihr einen Fisch? Ja. Karpfen? Ja, kleine. Sehr schön, ja, Fisch ist Fisch. Ja, das war ich. Du, die Fresse, ja, ich hab Wasser. Ins Wasser gehen, bitte. Und wer hat den Karpfen gefangen? Hannes. Hannes ja gleich. Sehr schön, Petri. Danke. Guck, Hannes, ich hab gesagt, halt weg, Join. Schöner Spiegler. Sauber, Hannes. Petri. Oh, was? Sehr gut. Hast du? Ja. Auf dem Boilie hast du den gefangen, ne? Nein. Auf was hast du ihn gefangen? Auf dem Boilie? Ja, auf Boilie. Sehr gut. Boilie poppt. Boilie und Popper. Perfekt. So, Simon, die Jungs wissen, wie es geht. Genau. Die wissen, wenn wir schon nicht können. Ja, genau, die wissen, was los ist. Und ich freue mich für die Jungs. Sehr schön. So, kurzes Zwischenfazit. Es läuft ganz gut. Der Junge, bei dem wir vorhin waren, der ein bisschen an der Fiederrute hatte, hat gerade einen Hecht gefangen auf Köfi, einen kleinen, so einen 50er, 55er. Hier vorne hatten gerade die Mädels einen Lauf auf die Karpfenrute, leider ausgestiegen. Und dafür, dass sich eigentlich erst ein Unwetter angedroht hat, läuft sehr gut. Es ist ein bisschen windig, aber der Himmel ist klar, dürfte nichts passieren. Läuft also. 10 Uhr haben wir jetzt. Passt. So, Topse, komm, ab in der Haie. So, wir machen das jetzt mal wie die meisten jetzt hier und legen uns mal aufs Ohr eine Runde. Und ich hoffe, dass der Bissanzeiger heute Nacht nochmal abpfeift. Topse, was meinst du? Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ansonsten schlafen wir auch nicht schlecht. So, also, ob was geht, werden wir sehen. Da ist Fisch dran, ich weiß es nicht. Ist ein Gericht eigentlich? Ja, liegt vorne, hol mal. Topse, wo denn? Nicht blind? Ah ja.
Kriegst du ihn da weg, oder? Bitte? Kriegst du ihn da weg? Da ist er. Der Kleine. Ein Kleiner. Juhu. Okay. Warte. Hier. Ja, das hat sich nicht. Na, aber alles gut, hat er gut gekämpft, ne? Wie ein großer, oder? Petri-Topse. Sehr schön. Geil. Danke. Oh, war gerade eingeschlafen. War eigentlich deiner, ne? Ah, egal. Du hast die Route aufgenommen, ich habe viel zu lange gebraucht. Das stimmt. Um mich aus dem Bett zu schälen, ey. Sehr gut. Ich bin gerade eingeschlafen. Komm, ich nehme mal was ab hier. Hey. Hallöchen. Klein, aber dein. Ja, aber schön. Ja, sieht schön aus. Schau dir mal die Schuppen an. Voll geil. Petri. Danke. Sehr schön. Gemeinschaftsfisch. Jo. Du musst, glaub, noch mal eine Runde schwimmen. So ein Topse. Dann den gleichen Köder wie... wie vorher. Ja, wie vorher. Und nächstes ist deiner. Ja, ja, alles gut. Ich stehe nicht auf. So, ich habe den Biss richtig schön verschlafen. Der Topse ist schon aus seinem Schlafsack ausgestiegen. Da habe ich noch meine Kopflampe gesucht. Und ja, kein Riese, aber ein Karpfen. Hoffentlich kommt noch einer. Stramme Leine, ne? Was? Da hat er eine stramme Leine. Eine stramme Leine, ja. Ist der Köcher dabei? Jawollo. Alter. Ist hier drüben bei mir? Ja, ist so groß wie deiner gerade. Ich krieg's aber rüber gedrückt, glaube ich. Aber geiler Run für die Größe. Geiler Run. Da steht man lieber auf, als mit dem Wecker zu arbeiten, ne? Ja, auf jeden Fall. Echt ein geiler Run für die Größe. Ja, das sind die Kleinen, die sind da meistens ne? Ja. Wilder als die Großen. Meine Küche. Danke. Ja. Der war auch sehr kooperativ gerade und für mich noch die Schnur geschwommen. Ja, Petri. Danke. Geil. Morgen. Morgen. Schöner Spiegler für morgen. Das ist mal ein besserer Wecker. Auf jeden Fall. Großer, aber schön. Petri. Danke, Topse. Sehr gut. So, es hat jetzt übelst geschüttet und zum Glück hat in der Zeit kein Fisch gegessen. Jetzt gehe ich nochmal mit den Jungs und Mädels eine Runde frühstücken. Vielleicht beißt der gleich nochmal einen Fisch. Und ja, ich bin ganz froh. Ihr seht, mein Gesicht ist wieder ein bisschen abgeschwollen. Das sieht ganz gut aus. Und ja, jetzt gucke ich mal, dass ich langsam hier alles zusammenpacke und die Gurke kriege. Ganz in Ruhe und vielleicht beißt der noch was. So, jetzt wird hier noch schön gefrühstückt. Der Simon ist schon weg. Ja, aber mit dem Dreh
Ich denke mal in der nächsten Woche wieder ein Filmchen. So, das war das Jugendcamp vom Fischereiverein Mindelzell. Mir hat es tierisch Bock gemacht. Die Kinder haben gut gefangen. Was war der beste Fisch? 16,5 Kilo, ne? 16,5 Kilo Schuppi, ja. Ja, also das heißt, die Kinder haben uns ordentlich abgezogen. Wir sind zweimal aufgestanden für recht kleine Karpfen, aber so soll es sein. Ist doch geil, wenn die Kinder mehr fangen als wir. Das und so. Ja, wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.